Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gastvortrag E-Commerce in Zeiten von Corona und Co. Mein Name ist Peter Völkel, ich bin der Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Wirtschaftsinformatik an der FernFH und möchte ganz herzlich heute begrüßen unsere Gastvortragenden Bernhard Eichinger und Michael Raberger, beide geschäftsführende Gesellschafter der Economics GmbH in Wels und damit Teil einer der erfolgreichsten E-Commerce-Agenturen in Österreich. Aber ich möchte gleich überleiten und weitergeben an die beiden Referenten. Vorher noch ganz kurz, Sie haben hier im Teams Live-Event einen Fragen- und Antwortenbereich. Hier können Sie einfach Ihre Fragen in den Chat schreiben während des Vortrags. Wir werden die Fragen dann dort sammeln und am Ende des Vortrags werden diese dann beantwortet. Dann darf ich gleich übergeben an unsere Referenten. Herzlich willkommen und wir freuen uns schon auf den Vortrag. Lieber Peter, vielen Dank für die Einbegleitung. Es freut uns auch, dass wir heute mit dabei sein dürfen und sozusagen ein bisschen was aus unserem Nähkästchen auch plaudern dürfen zum Thema E-Commerce. Wie du bereits erwähnt hast, sind wir beide vom Unternehmen Economics. Eigentümer und sozusagen Geschäftsführer. Wir machen ganz, ganz viel im E-Commerce-Bereich. Ich stelle noch ganz kurz das Unternehmen und uns beide direkt vor. Du hast die Teilnehmer bereits dazu eingeladen, bitte, wenn es irgendwelche Fragen gibt während dem Vortrag, einfach die Fragen- und Antworten-Funktion auch hier im Teams nutzen. Wir gehen gerne, sehr gerne auch während dem Vortrag auf Fragen ein und es würde uns freuen, wenn wir daraus wirklich was Interaktives machen könnten. Ja, ganz kurz noch zum Unternehmen, bevor ich zu uns beiden als Personen komme. Economics wurde von mir vor knapp 10 Jahren gegründet, ist mittlerweile sozusagen von 0 Personen oder 0 Mitarbeiter-Unternehmen auf in Summe 60 Mitarbeiter mit ein paar Tochterunternehmen gewachsen. Haben gerade vor kurzem im November 2019, also Ende letzten Jahres, also vor knapp einem Jahr, eigentlich einen der größten Mitbewerber sozusagen zu uns dazugeholt und übernommen. Die Cyberhouse, die sind seit 20 Jahren am Markt auch ganz stark gewesen, aber im E-Commerce-Bereich haben sie in den letzten Jahren aber ganz stark auf Typo 3 Online-Portale und Websites fokussiert. Wir denken genauso mit der Klickimpuls den Bereich Google-Suchmaschinenoptimierung und Marketing ab. Auch im Small-Business-Bereich für WordPress und WordPress WooCommerce haben wir Tochterunternehmen, die Firma Lemontech in Aschach, im Datenschutz sind wir aktiv, einen eigenen Online-Shop betreiben und das Startup. Das aber nur ganz grob umrissen, ein paar Eckdaten rund um unser Unternehmen. Wir beide sozusagen, mein Name ist Bernhard Eichinger, habe ich vorher schon gesagt, ich habe das Unternehmen 2010 gegründet und auch sozusagen ein Fachhochschulstudium in Steyr absolviert im Bereich E-Business und Supply Chain Management. Der Michael. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Michael. Bin seit 5 Jahren bei der Firma Economics, in Summe mittlerweile über 20 Jahre in der IT, seit 15 Jahren in der Webentwicklung im E-Commerce-Bereich und freut mich ganz besonders, dass ich heute diesen Gastvertrag mitgestalten darf, nachdem ich selbst in den Genuss eines Studiums an der FernFH, nämlich Bachelor Wirtschaftsinformatik, gekommen bin. Ja, wo wollen wir am besten anfangen beim Thema E-Commerce? Wir fangen vielleicht bei ein paar ganz plakativen Beispielen an, die viele von Ihnen oder von euch vielleicht schon kennen. Ich möchte trotzdem damit ganz kurz darauf eingehen. Auf Amazon Go wird immer als die Benchmark, also Amazon generell wird immer als die Benchmark eigentlich im E-Commerce-Bereich hergenommen, wobei wir sozusagen als E-Commerce-Agentur so ein Online-Shop, wenn man heutzutage einen Online-Shop neu bauen würde, rein vom Design und von der Usability, würde man eigentlich niemals so bauen, wie Amazon gerade ist. Online ist aber Amazon ist einfach ein gelerntes System. Dort findet sich bereits jeder zurecht und Amazon ist in dem Bereich wirklich ganz stark Vorreiter. Ich war selbst einmal im Amazon Go Store im einzigen weltweit, nämlich in Seattle, direkt neben dem Amazon Headquarter. Da läuft es ja so, dass man mit dem Smartphone eigentlich im Geschäft einchecken kann, dort Produkte auswählen kann und dann einfach wieder hinausgehe, ohne dass ich eigentlich bei der Kasse mich anstellen muss. Vielleicht schauen Sie ganz kurz, ich hoffe, dass auch die Tonübertragung gut funktioniert. Wenn nicht, überspringe ich es einfach oder erzähle was dazu. Ganz kurz das Video dazu an. Ich werde dazu, werde jetzt ein bisschen parallel dazu muss ich dazu sagen, es ist einfach so, dass man hier im Video einfach reingeht
sich die Produkte auswählt, die man gerne hätte und dann eigentlich einfach wieder sozusagen hinausgeht und die Abbuchung vollautomatisch eigentlich von meinem Amazon-Account erfolgen kann. Das funktioniert mit unzähligen Kameras und Machine Learning etc. Ich habe tatsächlich probiert, weil das ist ja auch ein Teststore dort, ob man es, wie die Kameras das feststellen, wenn man einen Kaugummi zum Beispiel aus dem Regal herausnehmen und wirklich tatsächlich was versuchen würde zu stehlen. Das einfach ist, um zu testen, und das funktioniert wirklich hervorragend. Man sieht da in der Einblendung, kaum nimmt man etwas, erkennen das die Kameras, kaum legt man das wieder zurück ins Regal, wird wieder sozusagen zurückgebucht, und wenn ich das Geschäftslokal verlasse, wird alles, was ich eigentlich mitgenommen habe, automatisch von meinem Amazon-Account abgebucht. Man sieht dabei, dass eigentlich Amazon da schon absolute Vorreiterrolle übernommen hat. Man sieht an sehr, sehr vielen Beispielen wie Airbnb, Uber etc., die sehr viele Geschäftsmodelle umgedreht haben. Weil wir möchten ein bisschen plakativ damit auch zeigen, ist es jetzt, war damals alles besser als heute oder umgekehrt, und haben ein paar versucht, einfach anhand von zwei, drei Beispielen das ein bisschen lustig gegenüberzustellen und dabei zu zeigen, ob wirklich alles tatsächlich besser geworden ist. Also wenn wir sagen, früher, wenn man essen gegangen ist, hat man sich ein Gericht bestellt, hat dann das Gericht gegessen und hat es genossen. Wie läuft es heute ab? Heute wird ein Gericht bestellt. Es muss dann noch fotografiert werden, ich muss den passenden Filter raussuchen, dann das Bild weiter bearbeiten, dann muss das Bild in sozialen Medien gepostet werden, muss das erste Feedback abgewartet werden und dann muss das kalte Gericht essen. Das Gleiche kann man ganz spannend umlegen auf ein Reisebüro. Früher ist man ins Reisebüro auch ganz stark geprägt vom E-Commerce, auch ins Reisebüro gegangen und einfach eine Pauschalreise gebucht hat und sich um nichts mehr kümmern müssen. Heute muss ich online nach einem günstigen Flug suchen, muss ein Hotel in der Nähe finden, lese man hunderte Bewertungen durch, lese man noch mehr Bewertungen durch, immer noch mehr Bewertungen, und stelle dann fest, dass das Hotel ausgebucht ist bzw. der Flug nicht mehr verfügbar ist oder der Flugpreis sich entsprechend nach oben entwickelt hat. Analog kann man das auch tatsächlich auf den E-Commerce-Umsatz im Bereich von Warenumsatz umlegen. Weil früher ist man halt ins Geschäft gegangen und hat sich eine Hose oder ein Jeans, ein Pullover oder was auch immer gekauft. Heute muss man online noch den Kleidungen suchen, sucht in vier anderen Shops noch derselben Hose, um einen Preisvergleich zu machen, gibt dann alle möglichen persönlichen Daten in irgendwelchen Checkout-Prozessen ein, wartet dann aufs Paket, muss sich nachher von 500 wünschten Newslettern abmelden, wartet immer noch aufs Paket, die Hose zurückschicken, weil sie nicht passt, und muss eine neue Bestellung aufgeben. Das ist jetzt nur ganz plakativ ein bisschen gezeigt, dass nicht immer nur, wenn man Prozesse in den Digitalbereich oder beziehungsweise in den Online-Bereich umlegt, es nicht immer zwingend bedeutet, dass es unbedingt eine Prozessverbesserung mit sich bringt. Und dass wir auch selbst im Unternehmen versuchen, gewisse Prozesse auch ein bisschen kritischer zu beleuchten und zu schauen, wo kann ich wirklich mit E-Commerce-Geschäftsmodellen einen tatsächlichen Mehrwert auch schaffen. Um einfach ein paar Fakten auch zu zeigen, wollte man mir zeigen, anhand von Deutschland, wie hat sich der Netto-Online-Umsatz die letzten Jahre entwickelt. Man sieht, dass die Wachstumskurve zum Vorjahr, die ist in Gelb eingezeichnet, natürlich tendenziell rückläufig ist, weil die Wachstumsraten, die man in den Jahren 2002, 3, 4 etc. noch hatte, einfach aufgrund der Ausgangsbasis noch viel mehr Potenzial war, trotzdem der Gesamt-Online-Umsatz in absoluten Zahlen aber natürlich ein signifikantes Ausmaß einfach auch angenommen hat, mittlerweile mit knapp 58 Milliarden Netto-Online-Umsatz alleine in Deutschland. Was eigentlich im E-Commerce-Bereich, wir haben auch gesagt, und wir wollen ein bisschen einen Status-Quo-Bericht abgeben, was sind eigentlich die Top 5 Warenkategorien, die hier eingeblendet sind? Ganz klar Lebensmittel, Haushaltswaren und Haushaltsgeräte, Textilien, Medikamente und Computer- und Zubehör- und Downloadartikeln. Man sieht auch angeführt, wie stark sich die Wachstumszahlen dort entsprechend entwickelt haben. Und man sieht schon, dass da jedes Jahr wirklich zweistellige Wachstumsraten auch zu verzeichnen waren. Auch wiederum heruntergebrochen auf den E-Commerce, der auch für Österreich sehr repräsentativ ist, in Deutschland. Um konkret auf das Thema einzugehen, was wir angeteasert haben, dass wir
über die Corona-Krise und über die Auswirkungen von der Corona-Krise auch sprechen wollen. Welche Probleme hatten E-Commerce-Händler zu Beginn und während der Krise, beziehungsweise jetzt stecken wir noch mittendrin, und das auch ein bisschen umgelegt von unseren eigenen Kunden und von dem Feedback, was wir von den eigenen Kunden erhalten haben. Also ein ganz großes Problem war, dass man trotzdem fehlende Kapazitäten gehabt hat, um die Nachfrage zu bedienen, weil man auf den extremen Ansturm, den es oft im Online-Bereich jetzt auch gab, gar nicht so gewappnet war. Man natürlich bei gewissen Logistikprozessen oder Zulieferketten auch von Asien abhängig war. Das haben wir gerade im Elektronikbereich dort natürlich ganz vermehrt feststellen können, dass dort tatsächlich zu Lieferengpässen gekommen ist. Das heißt, ich kann jetzt natürlich noch so viele Bestellungen haben, weil ich sie nicht abwickeln und nicht ausliefern kann, bringt mir der gesamte Umsatz nichts. Und natürlich auch generell bei unterschiedlichen Speditionen und Paketzustellern kam es zu Verzögerungen, weil die auch natürlich mit dem entsprechenden Ansturm nicht gerechnet haben. Auch natürlich Einreisebeschränkungen, ganz klar, und aber auch fehlendes Personal und die neuen Herausforderungen durch Homeoffice. Man muss sich ja vorstellen, dass ein E-Commerce-Bereich normalerweise von den Unternehmen so abgewickelt worden ist, dass es eigentlich mit dem bestehenden Personal, das sozusagen im Offline-Geschäft gestanden ist, abgewickelt wurde und halt die Pakete versandt wurden, weil halt gerade keine Laufkundschaft vielleicht da war. Da habe ich genau natürlich dort dann ein Problem, wenn genau jene Mitarbeiter in Kurzarbeit sind oder gar nicht anwesend sind, kann ich natürlich die Bestellungen nicht abwickeln. Also das waren so ganz grob herausgegriffen die wesentlichen Probleme während der Corona-Krise. Wenn man sich die Warengruppen ansieht und ein paar exemplarisch herausgegriffen, wo man sieht, wie schaut das erste und zweite Quartal im letzten Jahr aus und wie haben sich die Zahlen entsprechend heuer entwickelt, sieht man schon sehr, sehr stark, dass natürlich ein paar Bereiche waren, die ganz massiv gewonnen haben, auch wahrscheinlich nicht zuletzt durch die Corona-Krise und exponentielle, aber schon signifikante Wachstumsfaktoren sich da auch abgezeichnet haben. Ich muss natürlich bei diesen Wachstumsfaktoren immer den Aspekt der Pandemie mit einbeziehen. Es ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, das auf die nächsten Jahre hochzurechnen. Diese massiven Anstiege, die es teilweise gegeben hat, gerade im Lebensmittelbereich, wir kommen dann ein bisschen später dazu, aber auch im Unterhaltungsbereich oder auch die massiven Dämpfer, die es in gewissen Warengruppen gegeben hat, sind nicht stellvertretend für die nächsten Jahre. Also das ist wirklich unter dem Gesichtspunkt der Pandemie zu sehen. Genau. Wird sich eigentlich der Onlinehandel in der Corona-Krise nach den Produktkategorien entwickelt? Ganz spannend ist es natürlich, wirklich tatsächlich exponentielle Zuwächse im Bereich Fieberthermometer, aber auch im Bereich von Sport. Ist auch ganz spannend, so Handeln und Sportartikel sind wirklich exponentiell gewachsen. Genauso Telefon-Headsets, weil natürlich das Homeoffice etc. mehr geworden ist. Auch wiederum umgelegt sozusagen auf den E-Commerce in Deutschland. Einige Besonderheiten gibt es auch im Bereich der Lebensmittel. Ist generell die am stärksten wachsende Warenkategorie im E-Commerce-Bereich. Auch dort hat es natürlich jetzt fehlende Kapazitäten bei den Lebensmittelhändlern gegeben und die Liefergebiete konnten somit dann langsam erweitert werden. Eines, was man sagen muss, ist, dass natürlich der Lebensmitteleinkauf für viele Menschen genau jetzt ein wichtiges Erlebnis trotzdem war, weil sie natürlich auch die Waren fühlen wollen und genau jetzt in Zeiten des Lockdowns war es für viele Menschen eigentlich das einzige soziale Erlebnis. Das heißt, man könnte da eigentlich sehr, sehr gute These eigentlich aufstellen und sagen, der E-Commerce-Bereich im Bereich E-Food wäre wahrscheinlich noch stärker gewachsen, wenn jetzt nicht Corona in die Quere gekommen wäre, obwohl aber der E-Food-Bereich trotzdem stark gewachsen ist, auch trotzdem während der Krise. Wir haben selbst an eigenen Unternehmen auch, wir sind an einem Wein- und Spirituosenhandel an Venus Spirit selbst beteiligt und haben gesehen, dass dort entweder weil die Leute mehr Alkohol konsumieren, was sicher auch der Fall ist, aber sicher nicht das Sechsfache. Und das ist nämlich auf einmal der sechsfache Umsatz im Onlineshop abgewickelt worden, obwohl eigentlich Lebensmittelgeschäfte, wo man genauso Wein- und Spirituosen hätte kaufen können, ja nicht einmal geschlossen war. Also da hat man durchaus ein paar wahrscheinlich auch Einmaleffekte erzielen können während der Corona-Krise, die sich in gewisser Weise natürlich auch
positiv auf die nächsten Monate auswirken wird, aber nicht von Dauerhaftigkeit gekrönt sein. Und das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Genau. Also selbst wir bei Venus Spirit waren nicht vor diesen Problemen gefeit, die wir zuerst angesprochen haben. Auch wir haben kurzfristig Kapazitäten im Lager beim Versand aufstocken müssen, weil natürlich mit dieser Versechsfachung der Bestellungen keiner gerechnet hat und die Leute, die das normalerweise gemacht haben, gar nicht mehr handeln haben können. Und dann ist Homeoffice dazugekommen, wo halt die Leute dann auch nicht vor Ort waren. Das heißt, das auch, man hat sich arrangieren müssen mit dieser Situation. Es hat ein paar Tage bis ein, zwei Wochen gedauert. Und dann hat man das irgendwo wieder in den Griff bekommen. Zum Thema Marktplätze ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil die gehören auf jeden Fall zu den absoluten Gewinnern der gesamten Pandemie-Thematik momentan. Amazon hat 10 Milliarden Dollar Umsatz in nur 10 Tagen gemacht, stellt über 100.000 neue Mitarbeiter ein und durch Diversifikationseffekte heben sich natürlich negative und positive Effekte auf, weil natürlich manche Produkte jetzt weniger nachgefragt worden sind, hingegen wieder andere sehr, sehr stark nachgefragt worden sind. Es gibt einige neu geschaffene Portale auch, die auch den regionalen Einzelhandel unterstützen, wenn man nur ein paar exemplarische Plattformen auch angeführt. Generell muss man sagen, im E-Commerce-Bereich geht der Trend mehr und mehr, also im B2C-Bereich ganz stark in Richtung Marktplätze, das haben wir die letzten zwei, drei Jahre auch ohne der Corona-Krise bereits festgestellt, dass der klassische Online-Händler, der unterschiedliche Produkte verkauft und kein reiner Pure-Player ist, ganz stark sich in Richtung der Marktplätze orientiert. Wohingegen der B2B-E-Commerce sehr, sehr stark zugenommen hat die letzten Jahre, und auch produzierende Unternehmen mehr und mehr sich auch an den Endkunden orientieren. Das heißt, der klassische B2C, so der End-Consumer-Online-Shop, den es früher vielleicht noch gegeben hat, wo man bei einem Online-Händler 15 verschiedene Warengruppen hat kaufen können, den gibt es vielleicht nicht mehr mit einem eigenen Online-Shop. Der hat sich sein Business sozusagen in Richtung der Marktplätze orientiert. Wohingegen der klassische Hersteller, ich will jetzt gar keinen konkreten Namen nennen, aber es gibt einige Hersteller, die einfach klarerweise versuchen, die Wertschöpfungsketten zu optimieren. Und genau in Zeiten von einer Corona-Krise bekommt das noch einiges mehr an Bedeutung, weil da sind von ganz vielen Herstellern die Wertschöpfungsketten einfach ausgefallen, weil einfach auch Baumärkte geschlossen hatten, weil unterschiedliche Fachmarktzentren einfach geschlossen wurden. Und dadurch der mehrstufige Vertrieb natürlich auch nicht mehr möglich war. Deswegen, das ist sicher ein entsprechender Wachstumsmotor, ist auch aus der Corona-Krise, auch produzierenden Unternehmen mehr sozusagen den E-Commerce-Bereich schmackhaft zu machen und dort auch, um das Kind direkt beim Namen zu nennen, auch Wertschöpfungsketten zu verkürzen und zu optimieren und auch direkt an den Endkunden zu gehen. Das wird jetzt tendenziell war sowieso auch ohne Corona früher schon signifikant besser und mehr, aber es wird jetzt nur mehr um einiges zunehmen. Also bei den Marktplätzen, vielleicht nur ein, zwei Worte dazu, war natürlich eine super Gelegenheit für die Händler, schnell und einfach ihre Produkte dann auf einen zweiten Kanal zu verkaufen. Also wie der Einzelhandel geschlossen worden ist, wie dieser Vertriebskanal völlig weggebrochen ist, haben die Marktplätze waren da drauf haben für diese Gestandeten sozusagen und haben dort ihre Waren anbieten können und darum auch diese Marktplätze natürlich die Profiteure dieser Krise. Und unten angeführt, der Bernhard hat gesagt, ein paar exemplarische, man muss immer schauen natürlich, in welchem Land man sich befindet, welche Marktplätze dort relevant sind. Amazon, eBay kennt jeder, gibt aber auch regionale oder nationale Lösungen wie Shopping zum Beispiel. Es gibt der Zalando im Fashion-Bereich, den viele gar nicht so als Marktplatz wahrnehmen, aber ist einer der größten Fashion-Marktplätze weltweit. Und auch der natürlich ein Riesenprofiteur dieser ganzen Situation. Also ganz, also wirklich nur mit pointiert zusammengefasst, hat er ganz starke, also der Bereich, der wahrscheinlich jetzt nach der Corona-Krise einen entsprechenden Turbo auch bekommen hat oder bekommen wird, ist, dass Hersteller sich mehr und mehr in Richtung der Endkunden orientieren werden. Das ist aber etwas, was nicht nur durch die Corona-Krise jetzt einfach entstanden ist, sondern wo einfach die Corona-Krise einen entsprechenden Turbo der Thematik noch einmal verleiht.
aber in Wahrheit das Thema früher schon da war. Und ganz klar, da einige Hersteller schon vorher versucht haben, die Wertschöpfungsketten zu optimieren. Weil es ist gerade auch eine Frage reingekommen, auf die wir gleich direkt eingehen möchten. Wie wird das nach der Pandemie, also wann auch immer das sein mag, weitergehen? Wieder zurück oder weiter nach oben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage vom Herbert. Das kann man wahrscheinlich von entweder einem Patentrezept beantworten, aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der E-Commerce-Bereich sicher mehr und mehr an Bedeutung gewinnt dadurch. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Wobei aber sozusagen unserer Meinung nach man schon darauf achten muss, im E-Commerce-Bereich auch die richtigen Schritte zu setzen. Also jetzt kommen natürlich einige sozusagen auf den Markt, die einfach nur ganz schnell einen Online-Shop haben möchten und sozusagen jetzt alles nur so schnell wie möglich online kommen wollen und jetzt die letzten Jahre, die sie, sage ich es ganz bewusst, verabsäumt haben, in den Bereich zu investieren, jetzt alles übers Knie brechen wollen. Das ist ganz sicher alles der richtige Weg. Und nämlich genau deswegen, und wiederum zurückkommen auf die Frage, wie wird es nachher weitergehen nach der Pandemie? Ich muss mit dem System, was ich jetzt aufbaue, auch langfristig weiterarbeiten können. Das heißt, jetzt irgendwelche Schnellschussreaktionen würden, und das kann man sicher auch so sagen, sicher nicht den gewünschten Erfolg bringen und würden das entgangene Geschäft, was ich vielleicht woanders habe, sicher nicht in der gewünschten Form kompensieren können, weil solche Projekte sehr, sehr aufwendig oder sehr, sehr gut, so muss man sagen, wohl überlegt, geplant sein sollten. Wir kommen ein bisschen später noch dazu, aber viele Händler erkennen natürlich diese Möglichkeit des Online-Vertriebskanals und werden entsprechend aufbauen, werden entsprechend danach vermarkten und dadurch wird auch nachhaltig aus unserer Sicht der E-Commerce-Profiteur sein, das Ganze. Genau. Gehen wir vielleicht dann auf das Thema lokale Marktplätze ein. Wir haben es ja schon ein bisschen erwähnt, dass es natürlich einen starken Anstieg auch an Marktplatzanbietern gibt, die auch den lokalen Handel unterstützen wollen. Manche dieser Marktplätze sind es nicht rein transaktionsorientiert. Einige Marktplätze tun sich schwer, dass sie einfach erfolgskritische Waren und Informationsvielfalt anbieten, weil was ist das Asset eines Marktplatzes, ist eben genau das, dass ich aus sehr, sehr vielen Warengruppen sehr, sehr viele unterschiedliche Anbieter sich dort vereinen. Und da habe ich ein bisschen ein Henne-Ei-Prinzip, dass natürlich schon eine gewisse kritische Masse auch an Händlern dort vertreten sein muss, um einfach das entsprechende sinnvoll abwickeln zu können. Ganz viele lokalen Händlern, und das sieht man halt auch immer wieder, fehlt einfach schlichtweg die Infrastruktur überhaupt, auf einem so einem Marktplatz auch teilnehmen zu können. Wie vorher jetzt bereits erwähnt, Schnellschussreaktionen zwar in dem Bereich teilweise notwendig sind, aber trotzdem auch Logistikprozesse sehr gut durchdacht sein sollten. Und wenn natürlich dann eine Teilnahme vom lokalen Marktplatz erfolgt und ich selbst noch nie eine Online-Bestellung mit der Post oder was auch immer verschickt habe, dann wird das sicher zu mehr Problemen führen, als was es an Benefits erzeugt. Deswegen sage ich, immer, es muss ein Online-Shop oder ein E-Commerce-Geschäftsmodell auch ordentlich geplant sein. Das heißt, wenn jetzt, und das ganz viele Gespräche haben auch wir geführt, wenn jemand sagt, so ich starte jetzt auf die Schnelle mit einem Online-Shop und habe dort noch günstigere Preise, als ich vorher offline gehabt habe, das Paradebeispiel, dann ist das Einzige, was ich erreicht habe, ist, dass ich eigentlich meinen Deckungsbeitrag minimiere und später, wenn ich offline wieder verkaufen möchte, den Preis, den ich vorher erzielt habe, nie wieder erzielen kann. Das heißt, das sind schon Überlegungen, die man entsprechend mit einbauen muss. Da steht sich auch erwähnt, viele Händler haben einfach auch noch nicht eingesehen, dass der Onlinehandel kein Instrument ist, um eine Krise zu überbrücken, sondern einfach, eben wie gesagt, keine Schnellschussreaktion, sondern eine gesellschaftlich verankerte Entwicklung, die ich einfach nicht von der Hand weisen kann. Es gibt zwar wohl ganz definitiv einige Bereiche, wo ich jetzt nicht mehr starten muss im Online-Business, jetzt einfach irgendeinen Bereich zu sagen, wenn ich sage, ich will digitale Fotoausarbeitung, würde ich sagen, dass dort gar kein Potenzial mehr ist für einen Newcomer, aber das Potenzial ist einerseits sehr dünn und wenn ein Potenzial dünn ist, ist es nur mit sehr, sehr viel Kapital zu durchbrechen, dass ich dort entsprechend erfolgreich mit durchsetzt gegen CD, Happy Photo etc., um nur ein paar ganz große Big Player zu nennen.
ja, das muss man einfach schon auch berücksichtigen, dass man sich das eigene Geschäftsmodell sehr, sehr gut auch anschauen muss, ob es überhaupt einen Sinn macht, online zu investieren. Wir sagen auch immer ganz oft zu unseren Kunden, wir vergleichen es ganz oft mit dem Mountainbiken oder mit dem Radsport, wenn jemand 5.000 Euro für ein Fahrrad ausgibt, mit dem er einmal in der Woche eine sportliche Aktivität macht, dann ist es eigentlich egal, ob das Rad 5.000 Euro gekostet hat. Wenn sich wer ein Mountainbike um 1.000 Euro kauft und das gesamte Jahr nicht auf dem Mountainbike sitzt, dann ist es nicht so, dass der sagt, hey, cool, ich habe mir 4.000 Euro gespart, sondern nein, er hat die 1.000 Euro auch rausgeschmissen. Und das ist genau das, wo ich sage, eine Investition in den Online-Bereich muss wohl überlegt sein. Ich muss mir überlegen, was das für mein Geschäftsmodell ist. Ich muss mir den Mitbewerb anschauen. Ich muss mir doch auch überlegen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal in einem Online-Schnitt im E-Commerce-Bereich. Weil, wenn ich mich beispielsweise dort nur über den Preis abhebe, dann werde ich zwar vielleicht am Anfang viel verkaufen, aber es kommt immer wieder ein günstigerer Anbieter daher. Und dann ist es auch bei der Investitionsentscheidung an sich in einem Online-Shop, muss man sich schon überlegen, nicht am falschen Fleck einfach auch zu sparen, weil sonst sieht man genau bei dem Beispiel, wie ich es gerade erzählt habe, mit dem Mountainbike, weil dann ist es nicht so, dass ich mir sage, ich habe x Euro gespart, sondern man weiß, okay, ich habe den anderen Betrag auch hinausgeschmissen. Aber auch ganz wichtig in der Entwicklung eines Online-Shop-Systems, man darf sich auch nicht im Detail verlieren und versuchen, irgendwelche gewachsenen alten Prozesse im neuen System abzubilden, sondern das Unternehmen muss digital werden, muss die Prozesse auch entsprechend dem E-Commerce anpassen. Weil sonst hat man auch wieder ein klassisches IT-Projekt, was über Monate, über Jahre läuft und am Ende des Tages eigentlich nicht den gewünschten Erfolg bringt. Sondern wir sagen es immer unter dem Begriff agil. Also auch ein E-Commerce-System muss agil und entsprechend der Branche entwickelt werden und wachsen. Genau. Ist absolut genau das. Omnichannel Retail. Das Thema Omnichannel und das Verquicken von On- und Offline war bereits immer wichtig, wird immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Da dreht sich auch gerade sehr, sehr viel ich fange vielleicht beim letzten an, Webrooming. In der Vergangenheit hat man vielleicht im Online-Bereich eher so noch geschimpft, wie man gesagt hat, okay, es wird offline die Beratung eingeholt und online erfolgt der Kaufabschluss. Das mag in manchen Bereichen immer noch stimmen. Wir sehen aber, dass in ganz vielen Bereichen genau umgekehrt ist, dass nämlich online die Kaufentscheidung getroffen wird. Wenn man das Produkt dann offline aber noch einmal angreifen möchte, sich beim Verkäufer oder bei einem Berater nochmal rückversichern möchte und dann die Transaktion auch offline stattfindet. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch, wenn man ein Multi-Channel-Konzept aufbaut, auch die Kanäle auch entsprechend nutzt und sagt, online bestellen, offline abholen oder umgekehrt, Click and Collect gewinnt immer mehr und mehr Bedeutung und die Einzelhandelsflächen, die es gibt, werden dadurch sozusagen neuen Nutzungen zugeführt. Wir haben selbst vor kurzem auch im Bereich bei unserem eigenen Online-Shop so ein Omnichannel-Konzept auch gestartet. Wir haben muss man ehrlicherweise sagen, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt eine Bar eröffnet, sozusagen, wo man die Wein- und Spiritosen auch verkosten kann, bevor man sie bestellt, beziehungsweise auch online bestellen kann, sie offline in der Bar abholen kann, dort noch einmal verkosten kann, etwas Zusätzliches kaufen kann und dann seine Bestellung mitnehmen kann. Umgekehrt geht es genauso, dass ich offline zuerst die Verkostung durchführe, dann für das Produkt entscheide und das online bestelle. Das heißt, man muss sich einfach überlegen, wie kann ich die Einzelhandelsflächen mehr und mehr genau für diese Verquickung mit On- und Offline perfekt nutzen. Einige ganz große Big Player wie Humanic etc. machen das bereits vor, wo man sich beispielsweise von seinem Fuß ein Avatar erstellen kann und dann online immer den passenden Schuh dazu findet. Ein riesiges Thema ist halt, dass ganz viele Händler oder auch Hersteller sich in der Vergangenheit nur auf einen oder im besten Fall vielleicht sogar einen zweiten Vertriebskanal fokussiert haben. Und wenn einer der beiden oder vielleicht der einzige wegbricht, dann ist es in der Vergangenheit natürlich immer ein Problem gewesen. Man muss den Online-Bereich, man muss ihn einfach als Wachstumsmarkt auch einfach akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. Und das ist ganz einfach, dass wenn man es selbst nicht macht, macht es in dem Bereich definitiv ein anderer. Das ist ganz einfach. Und wenn je später ich in den Online-Bereich starte, je später ich mit einem E-Commerce-Geschäftsmodell
auf den Markt komme, desto, das kann man direkt so sagen, desto teurer wird auch der Markteintritt. Bleiben wir bei der Fotoausarbeitung. Jetzt im Bereich Fotoausarbeitung neu zu starten, ja, natürlich möglich. Hier muss man ganz viele Unterscheidungsmerkmale aussuchen. Und auch wenn ich diese Unterscheidungsmerkmale für mich definiert habe und meinen USP am Markt definiert habe, dann brauche ich noch, wenn ich so sagen darf, richtig viel Kapital, um mich gegen die anderen in irgendeiner Form durchsetzen zu können. Weil teilweise dann natürlich das alleine schon bei den Klickpreisen beginnt, wo ich bei bezahlten Anzeigen oft bei exorbitant hohen Klickpreisen bin, dann dort der Mitbewerb schon stark aktiv ist. Wir haben aber auch bereits Gespräche gehabt mit Kunden, die, wo wir gesehen haben, dass der Mitbewerb noch so weit, wenn ich so sagen darf, so weit hinten ist, dass man mit teilweise sogar wenig Budget oder überschaubarem Budget sich eine ganz klare Marktführerrolle sogar erarbeiten könnte im Online-Bereich. Das heißt, das ist natürlich leichter, wenn ich einer der Ersten bin, einer den First-Mover-Effekt einfach im E-Commerce-Bereich mache in meiner Branche. Das geht in manchen Branchen noch definitiv, in manchen Branchen ist es aber bereits schwerer geworden, weil, um jetzt die paar vorher auch erwähnten, nur mal herauszustreichen, im Bereich Bekleidung, im Bereich Elektronik, im Bereich Fotoausarbeitung, da brauche ich schon ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell, um dort tatsächlich realisieren zu können. Oder wenn jetzt, sage ich, jetzt einen Online-Lieferdienst, haben wir heute immer wieder auch online neue Lieferdienste, also Essenslieferdienste auf den Markt kommen, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, aber das mag funktionieren, kann funktionieren, funktioniert aber nur, wenn das Geschäftsmodell absolut perfekt und durchdacht ist. Das muss es sowieso, aber es reicht dann nicht, wenn das Geschäftsmodell durchdacht ist, sondern ich brauche durch die für die Durchdringung ein extremes Kapital. Zu den Trends 2020? Ja, also so zum goldenen Abschluss haben wir uns noch ein paar Trends angeschaut, die nicht nur 2020 kommen, sondern auch in der Vergangenheit schon da waren, jetzt ausgebaut werden und in Zukunft sicher noch da bleiben. Ganz oben haben wir begonnen mit der Personalisierung und das nicht im Sinne von, wir sprechen irgendwann namentlich an, das ist sozusagen, das sind ja die Hausaufgaben, sondern wir denken an Richtung Machine Learning, wir denken an künstliche Intelligenz, wir denken an Big Data, wo wirklich im Sinne von Produktempfehlungen, im Sinne von wirklich einer Ultra-Personalisierung in den Online-Shops der Kunde abgeholt wird, wie wenn er im Geschäft von einem Verkäufer bestmöglich beraten wird, muss das natürlich auch dann das Online-Pendant dazu tun. Social Media, auch ein Vertriebskanal, immer wichtiger. Facebook hat im Mai diesen Jahres mit den Facebook-Shops einen großen Rums durch die Branche gemacht, indem dass man jetzt direkt auf seiner Facebook-Page oder auf seinem Instagram-Profil die Shopping-Funktion aktivieren kann. Man hat natürlich auf einen Schlag eine riesen Audience, wenn man vorher schon seine Hausaufgaben gemacht hat im Social-Media-Bereich und diese Fanbasis, nämlich jetzt einmal aufgebaut hat, haben genau diese Personen dann in dieser gewohnten Umgebung, in den Apps, in der Facebook-App, im Instagram-App die Möglichkeit, die Produkte anzusehen, die Produkte zu kaufen. Und ich habe dann auch gleich wieder im Sinne der Personalisierung die Möglichkeit, diese Zielgruppe genau zu targeten und genau nur diese Produkte auszuspielen, die auch tatsächlich demjenigen Besucher einen Mehrwert bringen. Wir werden neue Technologien sehen, dieses Jahr, nächstes Jahr mit Voice Commerce, Augmented Reality, auch da gibt es schon super Beispiele, IKEA zum Beispiel mit IKEA Place, wo man seine Möbel, die man normalerweise im großen Flagship-Store für IKEA angeschaut hat, virtuell in sein Zuhause holen kann, mit Handy, mit Augmented Reality das Billigregal in die Ecke stellen kann, schauen kann, ob die Farbe passt, schaut, ob die Größe passt und dann mit einem Klick das Produkt dann auch nur mehr kaufen kann und nach Hause geliefert wird. Car-Commerce, vielleicht noch wirklich ein Zukunftstrend, aber aus meiner Sicht, irgendwann wird das autonome Fahren kommen. Peter Völkler, großer Tesla-Fan, das sind die Ersten, die wahrscheinlich das irgendwo zur Marktreife bringen. Dann sitzt man irgendwo auf der Strecke von Metz nach Wien, war es anderthalb Stunden eigentlich nicht, was man tun soll und hat dann die Möglichkeit, im Auto direkt seine Erledigungen, seine Einkäufe zu tun. Das heißt, auch für diese Umgebung muss man irgendwo in Zukunft im E-Commerce-Bereich für seine Produkte eine Platzierungsmöglichkeit finden. Chatbots, auch gibt schon Zeitl, hat sich noch nicht so etabliert bei uns. Es gibt ein paar Branchen, es gibt ein paar Länder, wo das sehr gut funktioniert, wo man Richtung Beratung über Chatbots geht, aber auch, wenn man Richtung Facebook Messenger wieder denkt,
aus seiner Facebook-FAQ-Datenbank automatische Antworten, automatische Produktvorschläge einblenden kann und auch dort wieder der Klick zum sofortigen Kauf sehr unterschwellig ist und sehr schnell funktioniert. Dieses Jahr virtuelle Messen, Konferenzen, wie jetzt unsere Veranstaltung. Natürlich ist jeder mit dem Thema konfrontiert. Es gibt absolut keine Messen, es gibt keine Präsenztermine oder so gut wie keine bei irgendwelchen Kunden. Es gibt keine Präsenzkonferenzen mehr. Man hat dann relativ schnell umgeswitcht zu virtuellen Lösungen, ob das so Teams ist, ob das spezielle Anforderungen sind. Und dort muss man sich auch überlegen, wie präsentiert man denn seine Produkte. Für viele ist es neu. Viele sind im Kataloggeschäft gewohnt gewesen, viele sind in der Gegend herumgefahren und haben die Produkte präsentiert. Relativ schnell haben alle switchen müssen, das dann virtuell zu machen. Zustellkonzepte, wir haben zuerst das Thema Logistik immer wieder hervorgetan oder besprochen. Es hat einfach gezeigt, dass wenn das E-Commerce-Volumen schnell steigt, aber muss man nicht so ruckartig steigen wie jetzt in der Corona-Krise, die Zustelldienste, Paketdienste kommen dem Ganzen nicht mehr hinterher. Es ist einfach so eine Fülle an Paketen, die in Österreich oder auf der ganzen Welt hin und her geschickt werden. Jedes zweite große Unternehmen, ob es Zalando ist, ob es Amazon Prime ist, rühmen sich mit Same-Day-Delivery. Es gibt in Wien mittlerweile Supermärkte, den Alfi, der sagt, er liefert die Waren innerhalb von 60 Minuten. Die Frage ist, ob die Leute, ob die Kunden es auch tatsächlich wollen. Vielleicht bei Lebensmitteln, bei Medikamenten, ja. Also Produkte des täglichen Gebrauchs, die brauche ich wirklich vielleicht am gleichen Tag. Aber ob ich jetzt mein neues Polo heute, morgen oder am Ende der Woche bekomme, ist eigentlich völlig egal. Außer ich habe irgendeinen wichtigen Anlass vergessen und brauche nur ein Hemd dazu, aber trotzdem, diese Zustellkonzepte, auch unter dem großen Aspekt der Nachhaltigkeit, ist sicher ein Trend, der sich oder ein Bereich, der sich massiv ändern muss die nächsten Jahre. Wir haben vor kurzem mit einem Startup geredet, die versuchen, diese Zustellung zu bündeln von allen Shops, von allen großen Paketdienstleistern und wickeln die letzte Meile, die sogenannte letzte Meile zum Kunden, versuchen sie elektrisch emissionsfrei abzubilden und das nicht jeden Tag, dass in die Straßen, in die Gasse irgendwo jeden Tag ein Lieferdienst reinfährt, sondern einmal in der Woche, weil das reicht für die meisten Leute völlig aus. Es ist eher so, bei der Zustellung geht es gar nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht eher um eine Kostenreduktion. Das heißt, ein kostenloser Versand ist viel wichtiger als Same Day oder Next Day Delivery. Auch Geschäftsmodelle, natürlich in Zukunft wird man neue Geschäftsmodelle finden müssen. In aller Munde sind diese Subscriptions, sind die Abo-Modelle, auch klassische Produzenten, klassische Hersteller müssen irgendwo in diese Richtung denken, sogar ein Rad zum Beispiel oder Auto. Ich muss das nicht mehr kaufen, sondern ich kann das bieten. Ich kann ein Auto 12 Monate fahren, ich kann das Auto dann zurückgeben und kriege im Rahmen meines Abos ein neues Auto. Und das Ganze wird über eine monatliche oder jährliche Subscription abgewickelt. Genau. Dann haben wir auf der nächsten Folie noch so ein bisschen die Megatrends aufgelistet. Das Ganze ist vom Zukunftsinstitut, also da gibt es die Trend-Map und in dem Fall haben wir diese 6 Megatrends oder die Megatrends, die den Handel extrem stark prägen, herausgehoben. Man sieht unter dem Bereich der Konnektivität, Hyperpersonalisierung, Privacy, Dynamic Pricing, was auch in den Bereich der Personalisierung einfällt, sind alles Themen, die auf die vorigen Folien reflektieren. Mobilität habe ich angesprochen bezüglich dem Delivery-Thema, aber auch, das muss man auch sagen, das ist Omnichanneling ganz wichtig. Es geht immer mehr in Richtung, man hat das ganz am Anfang gesehen, da schließt man vielleicht den Kreis wieder zu dem Amazon Go Store. Amazon, ein pure, eigentlich der Online-Player, beginnt physische Stores aufzumachen. Also es muss irgendwo einen Hintergrund haben. Die Leute wollen auch wieder Waren anschauen, wollen sie Waren, wenn sie heimgängen vom Büro oder von irgendwo, wollen sie das Paket mitnehmen, auch wieder im Sinne der Nachhaltigkeit. Also zuerst, ich will nicht, dass zweimal am Tag oder jeden Tag irgendwo an der Zustelldienst kommt, sondern ich möchte meine Ware, die ich online bestelle, auf einem nachhaltigen, so weit wie möglich nachhaltigen Weg bekommen. Wo geht es 2021 hin? Es sind in der Zwischenzeit ein paar Fragen auch gekommen, die werden wir dann gleich auch noch sozusagen mit aufnehmen.
2021 wird definitiv aber auch kein leichtes Jahr für den Händler. Warum nicht? Weil in einigen Warengruppen, Möbel, Garten, Hauserweiterung etc. sind einige Käufe vorgezogen worden und werden 2021 sozusagen voraussichtlich nicht mehr getätigt werden. Das ist eine Einschätzung aus derzeitiger Sicht. Das ist Warengruppen, die speziell jetzt in der Isolation auch nachgefragt waren. Also auch ein kleiner Scherz auch dort dabei, aber es ist tatsächlich so, im Erotikbereich mit plus 34% verlieren wieder mehr an Bedeutung. Natürlich auch in Zukunft sozusagen, wenn es keine Corona-Krise, kein Lockdown mehr gibt und sozusagen die Leute wieder mehr in Beschäftigung sind, sozusagen sich nicht mehr so um die neue Gartengestaltung oder um ein neues Vertikutiergerät etc. kümmern können oder nicht mehr sozusagen darauf der Fokus liegt. Was aber die Chancen sind, ist, dass die Konsumausgaben, auf die 2020 sozusagen verzichtet werden musste, das Events, Restaurants etc., die jetzt sozusagen zulasten anderer Warengruppen sozusagen nächstes Jahr wieder stärker nachgefragt werden. Neue Kundengruppen sozusagen auch angesprochen werden können. Und natürlich klar ist auch, dass sich einige Branchen schneller erholen werden, auch als anderen oder als andere. Vielleicht greife ich auch gleich die Frage auf, wie kann ein kleiner regionaler Händler schnell im E-Commerce starten? Welchen Rat hättet ihr für dieses Vorgehen? Es hat da unterschiedlichste Initiativen gegeben. Wir haben auch eine, würde meine ganz große Initiative der Wirtschaftskammer auch begleiten dürfen mit einer technischen Umsetzung, auch die sehr, sehr anspruchsvoll aus technischer Sicht war und die uns sozusagen einen wirklich sehr kleinen, raschen Online-Shop zur Verfügung gestellt hat für den Händler. Da haben wir gesehen, dass einige Händler das extrem gut aufgenommen haben, das wirklich ein sehr, sehr gutes Potenzial für manche Händler war und genau dann aber wiederum für andere, die sich dadurch sozusagen jetzt den heiligen Gral erwartet haben, da war einfach auch die Erwartungshaltung wahrscheinlich war dort nicht die richtige, die waren dann vielleicht unter Anführungszeichen enttäuscht. Also ich glaube, im Vorfeld natürlich jetzt glaube ich, starte jetzt den E-Commerce während der Corona-Krise und das geht sofort durch die Decke, wovor keiner wusste, dass ich im E-Commerce-Bereich überhaupt aktiv bin, dann ist es klar, dass das natürlich sozusagen ein bisschen Aufbauarbeit mit sich bringen muss. Wir haben aber einige Online-Shops da in dem Bereich gehabt, die wir da unterstützt haben, das war uns auch persönlich sehr wichtig, die extremen Boost dadurch gehabt haben. Eine weitere Frage, die jetzt sehr direkt aufnehmen möchte, weil es jetzt dazu passt, ist, wie viel kostet ein kleiner Online-Shop? Gibt es dafür Out-of-the-Box-Lösungen? Ja, die gibt es. Diese Lösungen können teilweise sogar beinahe gratis sein, weil es ganz viele Online-Dienste bereits gibt, die diesen Bereich perfekt abdecken. Ich würde sagen, all jene Online-Shops, mit denen wir als Unternehmen vielleicht vor 7, 8 Jahren noch Umsatz oder unser eigenes Geld verdient haben, mit denen würden wir heutzutage, wenn man ganz ehrlich ist, gar kein Business mehr machen, weil es da Plattformen gibt, die bereits diese Interessen sehr, sehr gut abdecken. Um jetzt nur ein paar wenige zu nennen, ist Shopify, Wix, Jimdo etc. sind Online-Plattformen, wo man sich sehr rasch relativ, also ohne auch PC-Kenntnisse einen Online-Shop auch zusammenbauen kann. Und man muss auch ganz offen sagen, für gewisse Geschäftsbereiche reicht das auch. Also wir wollen da gar nicht die Apostel sein, die nur weil wir eine E-Commerce-Agentur betreiben, sagen, jeder muss einen hochindividuellen, hochkomplexen B2B-Online-Shop mit Schnittstellen etc. haben. Es gibt Geschäftsmodelle, wo es absolut genügt, auch so eine Lösung zu nehmen. Es gibt Geschäftsmodelle, wo ich, wie der Michael auch vorher bereits erwähnt hat, wo ich gar nicht jegliche Schnittstellen sofort anbinden muss und wo man auch einmal unter Anführungszeichen den Mut zur Lücke haben muss und sagt, okay, ich starte ein neues E-Commerce-Geschäftsmodell und muss nicht ab Sekunde null die gesamten traditionellen Prozesse eins zu eins im E-Commerce-Bereich umlegen, weil genau dann wird so ein Projekt natürlich schwierig. Aber es ist wurscht, ob man ein großer Händler ist, ob man ein kleiner Händler ist, ob man ein Produkt um 100.000 Euro oder um 25 Euro im Monat hat und einsetzt. Die Vermarktung des Ganzen bleibt einem nicht aus. Also ganz wichtig, wie es ist, wenn man irgendwo ein Geschäft aufmacht und keiner davon erzählt, dann wird keiner kommen. Genauso ist es im Online-Shop. Das heißt, ich darf nie diese Position des Marketing-Budgets, nenne ich es jetzt einmal, vergessen, um auf den Shop, um auf mein Warenangebot aufmerksam zu machen. Also auch ein kleiner Händler muss in die Welt hinausschreien, dass es gibt. Aber wir greifen da gleich direkt, ist jetzt gerade auf reingekommen, die Frage auf,
Formaten, wie wichtig ist E-Commerce-Marketing, was kann man da empfehlen? Also empfehlen kann man pauschal jetzt nicht den Kanal, der der richtige ist. Wichtig ist, dass man sich unterschiedliche Kanäle überlegt und noch viel wichtiger ist, eine saubere Analyse und ein Tracking von dem Gesamten. Also ich kann ja nur dann im E-Commerce-Bereich valide und gut fundierte Entscheidungen treffen, wenn das Datenmaterial, was mir zur Verfügung steht, auch eine vernünftige Entscheidungsgrundlage bietet. Und das kann ich mittlerweile sehr, sehr gut tracken und analysieren, aus welchen der unterschiedlichen Marketingkanäle, sei es Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter etc. oder über Google-Kanäle oder über andere Suchmaschinen oder über E-Mail-Marketing. Ich kann ja ganz genau messen, wo ich wie viele Zugriffe hatte, wie hoch die Conversion Rates waren, wie hoch der durchschnittliche Umsatz aus dem Kanal war und wie hoch einfach generell der Return on Invest war. Das ist ganz, ganz wichtig. Die wichtigste Aussage, die man dazu treffen kann, ist, sei dort, wo deine Kunden sind. Das heißt, ich kann meine Zielgruppe relativ gut definieren und der große Vorteil im Digitalbereich ist, ich kann die dann auch sehr gut adressieren. Das heißt, wenn ich irgendwo Treppenlifte produziere, dann werde ich wahrscheinlich eher nicht auf Instagram und vielleicht auch nicht auf Facebook, sondern eher über Google Shopping oder Google Ads das Ganze bewerben. Wenn ich im Fashion-Bereich bin, dann adressiere ich vielleicht eine jüngere Zielgruppe und dann bin ich auch auf dem Kanal, wo halt diese Zielgruppe sich herumtreibt. Also sei dort, wo deine Kunden sind. Genau. Ein wichtiger Punkt ist auch, also zum Marketing, vielleicht sage ich da noch einen Punkt dazu. Man muss sich im Marketing einfach auch überlegen, also eines ist ganz klar, also das ist in jedem Geschäftsbereich das Gleiche. Suchmaschinen ist eines der wesentlichsten Marketingkanäle. Warum? Weil das Marketinginstrument ist, wo ich ein Pull-Marketing habe und kein Push, wo ich dem Kunden nicht die ganze Zeit, dann, wenn er ein Produkt gerade nicht braucht, ihm eine Anzeige anbiete, sondern eigentlich bei Google ist es genau anders. Dann, wenn ein konkretes Interesse besteht, ich dann die Nachfrage bedienen kann mit einem Angebot. Deswegen ist es ganz wichtig, auch die Welt, wir sagen immer so ein bisschen, die Welt ein bisschen in den Augen von Google zu sehen und zu betrachten. Das hilft nämlich schon sehr, sehr gut dabei zu entscheiden, was muss ich denn tun. Dazu ein kurzes Beispiel. Google verdient ausnahmslos mit den Werbeanzeigen Geld. Natürlich bieten sie auch Google Business und so weiter. Ich sage jetzt einmal, ausnahmslos mit bezahlten Anzeigen. Die Anzahl der bezahlten Anzeigen orientiert sich logischerweise an der Anzahl der Nutzer, die auf die Google-Suche verwenden. Und je mehr Leute die Google-Suche verwenden, desto mehr Leute klicken auf Anzeigen und desto mehr Geld verdient Google. Ganz einfach. Jetzt müssen Sie aber nur überlegen, was muss ich tun, um bei Google gut gefunden zu werden. Da gibt es natürlich kein Patentrezept, logisch, aber man muss einmal die Welt aber auch ein bisschen in den Augen von Google auch sehen und sagen, okay, warum legt Google einen hohen Wert darauf, dass meine Website mobil optimiert ist, um jetzt nur ein Beispiel zu sagen. Weil es ganz klar ist, wenn eine Suchanfrage von einem Mobilgerät kommt und Google dem Suchenden 10 Suchergebnisse liefert, die alle nicht mobil optimiert sind, dann sagt der Suchende nicht, das ist ein schlechter Online-Job, sondern der Suchende sagt, ich muss jetzt einfach das so sagen, da sagt der Scheiß Google, liefert mir die falschen Ergebnisse. Und genau dann würde der Suchende, das über den Berg ist Google schon darüber hinaus, aber genau dann würde der Suchende sagen, ich nehme zukünftig eine andere Suchmaschine. Weil genau damit ist ja Google eigentlich groß geworden, die Suchergebnisse zu liefern, die die höchste Relevanz haben und das höchste User-Erlebnis bieten. Und deswegen legt Google so einen hohen Wert darauf, dass die Websites perfekt mobil optimiert sind. Und deswegen legt Google so einen hohen Wert darauf, dass Websites einfach ordentlich aufgebaut sind und die Informationen bieten, die der Kunde auch sehen möchte. Und das ist auch vielleicht zur Frage erweitert, sozusagen für das Marketing, vielleicht nur ganz wichtig. Eine weitere Frage war, wie gut im Sinne von Big Data kennen die Unternehmen ihre Kunden? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns mit unseren Kunden bereits sehr viel auch damit beschäftigt, weil, wie vorher auch bereits erwähnt, die Analyse und das Tracking ist ein ganz wesentlicher Schlüssel auch zum Erfolg. Das muss man einfach so sagen, dass, wie mein Kollege der Michael Berger vorhin gesagt hat, zu wissen, wo ist der Kunde, wer ist der Kunde, was braucht der Kunde und was will er, sind die wesentlichsten Fragen, die man im E-Commerce-Bereich stellen muss. Und da ist es halt natürlich sehr, sehr relevant,
auch zu wissen, wie alt ist mein Kunde, von wo kommt der Kunde, sind es wiederkehrende Kunden oder sind es großteils Neukunden. Also mit dem müssen Sie schon sehr, sehr gut auseinandersetzen. Da gibt es auch sehr, sehr gute Analyse-Tools, die gut auch erkennen, was ist das übliche Kaufverhalten, wie oft kauft jemand, insbesondere bei wiederkehrenden Produkten, wie oft werden diese und jene Produkte gekauft und wenn man von einem üblichen Muster abweicht, kann man zum Beispiel entsprechend dem Kunden wieder neue Angebote unterbreiten. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Datenschutzgrundverordnung das Thema Datenschutz grundsätzlich das nicht einfacher gemacht hat. Das heißt, die Daten zu sammeln, weiß wahrscheinlich jeder, das ist gar nicht mehr so einfach, nur mit Zustimmung des Kunden und dort auch nur die Daten, die auch tatsächlich für diese entsprechende Transaktion relevant sind. Wobei Big Data natürlich eh immer eine unpersonalisierte Information ist oder Speicherung. Von dem her ja, beachten muss man es auf jeden Fall oder dran denken. Eine Frage, die auch noch da ist, die haben aber, glaube ich, oder hoffe ich, vorher eher schon kurz geschrieben oder beantwortet, nämlich bergen die Trends nicht unter Umständen auch das Risiko, dass gewisse Zielgruppen ausgegrenzt werden, weil sie die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Also die Frage kann man in zwei Richtungen deuten. Einerseits, wenn der Händler die Infrastruktur nicht hat, aber ich glaube, es geht eher darum, dass der Konsument die Infrastruktur nicht hat. Man muss schon sagen, der Trend geht schon mehr und mehr in die Richtung, dass die Zielgruppe die Infrastruktur schon sehr wohl hat. Also die Durchdringung auch aus Internet, aus Mobilgeräte, was Verfügbarkeit etc. anbelangt, wird immer, immer mehr. Es ist ein ganz witziges Faktum, dass wir haben damals 2012 den Rantastic Online-Shop umgesetzt und bis sozusagen bis Rantastic aufgehört hat, Hardware-Produkte zu verkaufen nach der Übernahme von Adidas. Also 6 Jahre haben wir den gesamten Online-Shop betreut und da waren die Zugriffe von mobilen Geräten immer schon exorbitant hoch. Früher haben auch wir selbst noch zu unseren Kunden gesagt, ja klar, das wird mehr. Und natürlich ist keine Branche so stark von Mobilgeräten gezeichnet wie Rantastic. Aber wir sehen das mittlerweile in Branchen, denen man überhaupt nicht zutrauen würde, dass sie von Mobilgeräten angesurft werden, extrem exorbitant hohe Wachstumsraten hat von Mobilgeräten. Und da kommen wir wieder genau zu dem Punkt zurück, dass vor einigen Jahren, die Statistik, die ich habe, ist einige Jahre aus, sicher 5 Jahre, dass 65%, das war vor circa 5 Jahren der Fall, aller Kaufentscheidungen online getroffen werden oder online überprüft werden. Völlig egal, ob ich mir einen Kugelschreiber, ein Bett, ein Auto oder ein Fahrrad kaufe, wird online recherchiert. Und dann ist es ganz einfach. Es gibt da genau 2 Möglichkeiten. Entweder ich bin online präsent oder nicht. Und wenn ich aber nicht präsent bin, dann vertue ich mir jegliche Chance, egal ob ich nur online oder nur offline oder beides, vertue ich mir jegliche Chance, den Kunden in irgendeiner Form konvertieren zu können. Und das muss man sich schon immer überlegen, wirklich dort zu sein, wo der Kunde sucht. Und ich traue mir mittlerweile sagen, dass 100%, annähernd 100% aller Kaufentscheidungen online verifiziert werden. Egal ob das eine Wärmepumpe für ein Haus ist, die Leute recherchieren online, ob es ein Kamin ist, ob es ein Pool ist, ob es unterschiedliche Poolpumpen sind, es ist völlig egal. Es wird auch gegoogelt danach oder gesucht in Suchmaschinen danach. Und dort muss ich präsent sein. Ich muss mir natürlich genauso, also jetzt kommt eine weitere, diese Frage, also ich hoffe, ihr habt jetzt die Frage, sonst bitte nur mal eine Erweiterungsfrage stellen. Ich hoffe, die Frage mit der Infrastruktur ist hinreichend beantwortet. Google entwickelt, jetzt ist eine weitere Frage von Christian gekommen. Google entwickelt auch Software für die NASA und diverse Regierungsorganisationen. Deshalb dürfen die auch auf Cape Canaveral landen. Wahrscheinlich. Das ist das Benefit. Das ist der Benefit von Google. Was vielleicht auch man sich wirklich überlegen muss im Online-Bereich ist, und das sieht man bei unterschiedlichen Online-Shops immer mehr, die Konzepte müssen gut passen. Ich muss mir die User-Journey, also wie verhält sich ein Konsument in dem Online-Shop, sehr, sehr gut überlegen und ganz oft auch vergleichen mit dem Offline-Bereich. Würde ich teilweise manche Checkout-Prozesse, also wenn ich sozusagen den Kaufabschluss mache online, vergleichen mit dem Offline-Bereich, dann kann man teilweise Vergleiche ziehen, die vielleicht ganz lustig klingen mögen, aber teilweise leider Gottes oft Realität sind. Weil wenn ich beispielsweise offline einkaufen gehe und meinen gesamten Einkaufskorb, also einen Warenkorb,
mühselig zusammensuche, unterschiedliche Produkte aus den Regalen zusammensuche, Größen ausprobiere und vergleiche und dann zur Kasse fahre, also in den Checkout-Prozess, die Analogie zum Online-Bereich. Alle Waren sozusagen auf das Förderband lege, ein Produkt nach dem anderen gescannt wird, dann irgendwie die Rechnung mir präsentiert wird und dann komme ich drauf, oh, ich habe nicht das gewünschte Zahlungsmittel bei der Hand, weil meine Kreditkarte vielleicht im Auto vergessen. Man muss sich überlegen, würde dann sozusagen im Offline-Bereich der Kunde zum Auto laufen, die Kreditkarte holen, kommt dann zurück zur Kasse und die Kassendame oder der Herr der Kasse sagt, oh, Entschuldigung, ich habe jetzt alle Produkte, die Sie die letzten eineinhalb Stunden gesucht haben, wieder zurück in die Regale geräumt, weil Sie haben jetzt das Zahlungsmittel, das gewünschte, nicht mitgehabt, dann würde der Kunde einfach am Absatz umdrehen und das Geschäft nie wieder betreten. Und genau das muss man auch auf den Online-Bereich umlegen, weil man muss sagen, bei ganz vielen Online-Shops ist es so, dass eben nicht das gewünschte Zahlungsmittel im Checkout-Prozess verfügbar ist und nicht genau die gewünschte Zahlungsart da ist. Und wenn man sich überlegt, dass im Checkout-Prozess ohnehin sehr, sehr viele natürlich den Checkout-Prozess verlassen, weil sie sich anders überlegt haben, weil sie vielleicht zu viele Formularfelder sehen, weil sie vielleicht mit den Versandkosten nicht einverstanden sind, weil sie vielleicht durch andere Themen jetzt noch vom Kauf abgelenkt werden. Aber man muss sich vorstellen, dass 65% aller Kaufabbrüche im Checkout-Prozess stattfinden, weil das gewünschte Zahlungsmittel nicht vorgefunden wurde. Und wenn man sich solche Themen einfach überlegt und in einem Konzept im Vorfeld auch mitbedenkt, dass ich einfach genügend Zahlungsvarianten anbiete, dann habe ich dadurch sehr, sehr, sehr viel geschafft. Und deswegen sagen wir immer, das Wichtigste bei so einem Projekt ist die Konzeption, ist auch die Planung und sich intensiv einfach mit dem Projekt zu beschäftigen und sich auch in den Kunden hineinzuversetzen und nicht dann nur dort zu sein, wo der Kunde auch ist, sondern den Kunden auch so abzuholen, wie es einfach auch vom Offline-Bereich gewohnt ist und wie es sich einfach erwartet und auch vorstellt. Eine weitere Frage ist jetzt gerade noch hereingekommen, und zwar ein großer Teil wird bei Google mit Werbung verdient. Kann ich mit Google auch Geld verdienen, wenn ich Ihre Werbung auf meinen Websites zulasse? Ja, das geht definitiv. Also man kann natürlich auch über die Google Ad Engine entsprechend Werbungen auf der eigenen Website einblenden lassen und verdient dann entsprechend mit. Man braucht aber dafür natürlich einen entsprechenden Traffic auf der Website, also eine gewisse Anzahl an Zugriffen, um überhaupt sozusagen damit Geld verdienen zu können und wirklich signifikant Geld damit verdienen zu können. Vielleicht ein wichtiger Punkt, der uns auch noch ganz wichtig ist, ist, dass wir ganz oft sehen, dass der Offline-Handel, dass dem Offline-Handel ganz oft die Antworten einfach ausgehen. Die Antwort auf einen Konsumenten, warum vielleicht ein Produkt offline um 20% teurer ist, als es bei anderen Online-Händlern gefunden werden kann, kann nicht sein, okay, weil wir haben Geschäftsflächen, wir haben Strom, wir haben Miete, wir haben Mitarbeiter. Weil Amazon hat die Ausrede auch nicht. Amazon stellt jetzt hunderttausende Mitarbeiter ein, also die haben auch genug Mitarbeiter. Und ja, die haben auch Flächen, die haben riesige Hochregallager, teilweise vollautomatisierte Hochregallager, mit automatisierten Logistikprozessen, mit Millionen und Milliarden, die in Software investiert werden und bieten trotzdem teilweise den besten Preis an. Das heißt, der Offline-Handel muss sich einfach auch Antworten überlegen, die nicht nur reine Kostenargumentation sind, sondern einfach den Nutzen des Kunden auch hervorstreichen. Und der Nutzen, den man auch sozusagen auch im Offline-Handel hat, ist ja gegeben, weil ich kann die Produkte angreifen, ich bekomme eine Beratung, ich kann genau dort wieder hinkommen. Und das sind Argumente, die natürlich für Konsumenten zählen würden. Aber nicht nur das, dass das rein über die Kostenschiene das argumentiert wird. Gibt es sonst noch, ich glaube, wir haben jetzt einmal soweit alle Fragen, die jetzt zwischenzeitlich gekommen sind, ist einmal soweit durch. Wurde auch geschrieben. Vielen Dank dafür. Guter Vortrag. Danke. Wir würden gerne noch auf die eine oder andere Frage auch entsprechend eingehen, damit wir es wirklich so interaktiv wie möglich auch gestalten können. Also bitte, please feel free, einfach eine Frage noch hereinstellen, falls es noch eine gibt.
Traut sich keiner mehr? Oder Peter, weil du hättest dich gerade angemutet, gibt es aus deiner Sicht noch irgendein Thema, was wir noch beleuchten sollten? Danke, ich wollte jetzt auch noch ganz kurz warten, um noch Fragen kommen, aber tatsächlich kommen, glaube ich, keine mehr rein. Oder eine Frage ist noch reingekommen. Ich glaub, genau. Gibt es schon Ansätze für In-App-Käufe von realen Produkten, zum Beispiel einer Fitness-App Müsli-Riegel? Also es gibt da natürlich für In-App-Käufe von realen Produkten. Das heißt, wie ist es genau zu verstehen, dass es das in einer über eine App Store Zahlung sozusagen ein physisches Produkt gekauft werden kann, oder? Also da ist man natürlich abhängig sehr, sehr stark von den großen Anbietern wie Google oder Apple. Beziehungsweise momentan könnte man das ja genauso abwickeln, also man kann ja physisches Produkt dann auch den Kunden zur Verfügung stellen. Das Problem ist nur, dass Apple oder Google da einfach einen sehr, sehr großen Anteil auch vom Umsatz nehmen, der sich meist in physischen, also erst recht nicht in physischen Produkten abbilden lässt. Momentan ganz stark noch der Trend dahin geht, dass die Unternehmen versuchen, die In-App-Käufe herauszubekommen und sozusagen auf eigenen Plattformen dann die auch digitalen Leistungen zu verkaufen und das gegenüber Apple oder Google gut argumentieren zu können, um einfach auch den Betrag zu reduzieren, weil einfach die Gebühr, die da entsprechend fällig ist, sehr hoch ist. Wobei, sag mal ganz kurz was zu Amazon, dort ist die Gebühr auch sehr hoch, aber die haben eine entsprechende Reichweite und eine entsprechende Breite. Man hat jetzt auch gerade gesehen, einen aktuellen Fall, nämlich mit diesem Spiel Fortnite, die sich sozusagen gegen dieses System aufgelehnt haben. Das sind im Übrigen 30%, die man abgeben muss an die beiden Konzerne. Das ist durchaus existenzbedrohend, weil Apple ist einfach ärgerlich und hat gesagt, okay, wer sich nicht an diese Spielregeln hält, ob die uns dann in Zukunft auch so halten werden oder nicht, sei dahingestellt, aber wir entfernen dieses App. Fortnite hat gesagt, nein, wir machen keine In-App-Käufe im Apple-Universum, sondern auch im eigenen Ökosystem und haben gesagt, okay, ihr seid weg und machen aktuell gar keinen Umsatz mehr. Also einerseits ist die hohe Marge, die man abgeben muss, das Problem und andererseits, man muss sich diesen Regeln der Marktplätze oder dieser App-Stores unterwerfen. Ich hoffe, dass wir auch diese Frage damit ganz gut gestrichen haben. Ich glaube, wenn sonst zwischenzeitlich keine Fragen mehr jetzt reinkommen, bitte, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, schreibt sie jetzt rein, dann könnten Sie sonst während dem, wenn jetzt noch nach dem Abschlussplädoyer jedoch Fragen kommen sollten, gehen wir gerne noch darauf ein. Aber abschließend kann man sagen, dass E-Commerce nicht etwas ist, was also definitiv nicht etwas ist, was jetzt durch Corona an Bedeutung gewonnen hat oder jetzt erst an Bedeutung gewonnen hat, sondern es ist tatsächlich so, dass E-Commerce vorher schon da war und vorher schon nicht mehr wegzudiskutiert war und durch Corona einfach noch einmal einen entsprechenden Turbo bekommen hat, wenn man in dem Bereich schon aktiv war. E-Commerce wird zukünftig noch viel mehr an Bedeutung gewinnen, auch das ist definitiv nicht wegzudiskutieren. Aber was wir Ihnen allen auf jeden Fall mitgeben wollen und wenn Sie sich das mitnehmen, dann haben wir auf jeden Fall schon gewonnen, überlegen Sie sich einfach gut, wie Sie im E-Commerce-Bereich richtig starten wollen, weil es genügt heutzutage nicht mehr, einfach nur einen Online-Shop zu haben. Es genügt auch nicht mehr, einfach nur der Günstigste zu sein, weil das kommt immer wieder jemand, der günstiger ist, sondern man muss sich wirklich Geschäftsmodelle überlegen. Man muss wirklich das eigene Geschäftsmodell beleuchten, schauen, wie starte ich im Online-Bereich, muss ich 1:1 die Offline-Prozesse umsetzen oder nicht. Was ist mein USP, wie will ich den Kunden servicieren, wie möchte ich mich vom Mitbewerb abgrenzen und vieles mehr. Das muss perfekt in den Online-Bereich umgelegt werden. Und es genügt dann nicht einfach nur einen Online-Shop zu starten. Und auch das Marketing, das haben wir auch, hoffe ich, ausreichend erwähnt, das Marketing darf auch nicht vergessen werden. Das heißt, auch bei der gesamten Budgetplanung endet das Projekt nicht, wenn der Online-Shop online ist, sondern es beginnt genau dann. Und jegliche Vermarktung muss geschehen, weil sonst ist es, wie wenn ich eine Oase, eine Trinkoase in die Wüste stelle und niemandem etwas davon erzähle, dann kommt auch keiner hin. Und genauso ist es im E-Commerce-Bereich. Es sind noch zwei Fragen jetzt auch gekommen, also eine Frage von der Ursula. Und zwar werden sich Konzepte wie Amazon Fresh durchsetzen. Man müsste fast sagen, jedes Konzept, was irgendwie von Amazon auch kommt, wird sich in irgendeiner Form auch einmal durchsetzen.
wenngleich die aber auch ihre Dämpfer bekommen. Amazon Dash-Daten, um ein Beispiel zu sagen, haben die auch dort ihren Dämpfer entsprechend bekommen, weil es auch aus juristischer Sicht immer wieder in gewissen Grauzonen ist. Aber ja, es werden sich immer mehr und mehr neue Konzepte auch durchsetzen und auch definitiv in Bereichen, wo man es nicht vermuten mag. Auch in Bereichen, wo die Transaktionsgröße weitaus höher ist, als wie man es vielleicht glauben würde, auch in Bereichen, wo es im Luxussegment auch darum geht, sehr, sehr hochpreisige Produkte, auch vor denen macht der E-Commerce-Bereich nicht Halt. Also der wird in unterschiedlichsten Bereichen mehr und mehr Fuß fassen. Mittlerweile werden sogar, geht die Tendenz sogar darin, dass man sogar Häuser und Hausplanungen online sozusagen eine Conversion Rate oder einen entsprechenden Sales Funnel aufbaut. Also deswegen muss man sagen, es gibt wahrscheinlich nichts, bei dem der E-Commerce-Bereich tatsächlich Halt machen wird. Das Problem bei solchen frischen Lebensmitteln ist immer die Logistik, weil man hat auch ein Problem, der Kunde und der Lieferant müssen zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Weil ich kann irgendwo frische Produkte, Milch, Eier, was auch immer, oder auch Wein teilweise, um die Qualität zu gewährleisten, nicht an einem unbekannten Ort, wie es oft heißt, bei Amazon oder bei anderen Dienstleistern, abstellen und dann warten, bis der Konsument am Abend heimkommt und das Paket entgegennimmt, sondern ich muss tatsächlich die Kühlkette teilweise gewährleisten. Also wir betreuen zum Beispiel eine große Bäckerei, die Tiefkühlprodukte verschickt. Da ist es nicht möglich, dass der Fahrer irgendwann einmal kommt, sondern es muss ein genaues Lieferzeitfenster vereinbart sein. Der Konsument muss die Ware entgegennehmen, weil er sie auch dann gleich sofort wieder einkühlen muss. Und das wird wahrscheinlich in großen Ballungsgebieten einfacher funktionieren als irgendwo in ruralen Gebieten, wo einfach die Wegstrecken der Logistikunternehmen auch größer sind. Ich glaube, damit haben wir alle Fragen ganz gut erwischt. Gut, ja, wir haben im Chat aktuell keine weiteren Fragen mehr drinnen. Dann würde ich sagen, schließen wir die Session für heute. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für diese spannenden Einblicke in die Welt des E-Commerce. Ich glaube, für viele Teilnehmerinnen eine komplett neue Sichtweise auf diese Bereiche. Jetzt haben wir die vielen Fragen gezeigt. Wir haben für einen Gastvertrag doch ungewohnt viele Fragen auch heute gehabt. Also das zeigt auch das Interesse an dem Thema. Ja, danke nochmal an euch beide für die Bereitschaft, bei uns mitzumachen. Ich werde euch jetzt normalerweise einen Blumenstrauß überreichen, aber das ist halt jetzt aus der Ferne recht schwierig. Aber ihr seid ohnehin ganz gut eingedeckt. Ich habe zumindest einen Blumenstock vor euch stehen. Also das vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch für uns immer ganz, ganz spannend, wenn man darauf eingeht. Auch danke für die doch sehr, sehr vielen Fragen. Es freut uns immer, wenn es trotzdem sehr interaktiv ist, wenn man dadurch ein bisschen ein Feedback auch bekommt und dadurch auch merkt, dass der Vortrag sozusagen der Session sehr, sehr gut angenommen wurde. Vielen Dank sozusagen an alle Zuhörer. Danke nochmal für die Einladung, lieber Peter, und an das Team der Fernefahr. Und einen schönen Abend euch. Schönen Abend, danke. Schönen Abend, herzlichen Dank. Tschüss.